Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 138. Das Video 138, wie immer Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, geht heute darum, wie ich meine Weiche, ich habe was Neues auf der Anlage gebaut und da brauchte ich eine Weiche für und habe das als Anlass genommen, euch das nochmal zu zeigen, beziehungsweise denen, die es noch nicht kennen, und habe die Weiche von hinten komplett mit Strom versorgt. Das heißt, jedes Fitzelchen habe ich mit Strom versorgt hinten dran. Meine Weiche hat eine komplett eigene Stromversorgung und ich habe sogar meine Weichen zum verlötet, allerdings nicht so, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, sondern ich sage mal in der Version 2.0 oder wie man auch mal das bezeichnen will. Seid einfach gespannt. Ich melde mich vom Basteltisch kurz von der Anlage, dann vom Basteltisch und dann geht's los. Bis gleich. Weiche tatsächlich so fest anzubringen, dass die sich gar nicht bewegen könnte, was natürlich die richtigen Gleise auch nicht machen. Ich könnte es auch verkleben, aber gerade bei einer Weiche. Aber ich muss mir das überlegen. Ich muss mir das auf den Basteltisch hinlegen. Da muss ich ja sowieso die ganzen Stellen, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, das muss ja alles bearbeitet werden. Hier sind ja noch diese kleinen Plastikstege alles dran. Normalerweise trenne ich die alle ab. Ja, zurück am Basteltisch oder beziehungsweise jetzt am Basteltisch habe ich jetzt mal die Weiche hier vor mir liegen. Und ich habe mich entschieden, das hier doch abzumachen, da ich das irgendwie bloß sinnlos verkleiden müsste. Und das wäre ein bisschen doof und ein bisschen schade, wenn ich da jetzt hier irgendwo so eine Dinger da verbauen muss. Natürlich muss ich erstmal zuerst diese Teile hier abknipsen. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig sieht. Ich werde mal kurz auf die Makrolinse wechseln. So, dann aus der Makroperspektive ist natürlich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich hier übers Kameradisplay arbeiten muss. Aber das geht schon irgendwo. Ein bisschen verzerren tut es am Rand, aber das passt schon irgendwo. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Ich muss also definitiv hier diese Stege rausnehmen und auch hier, damit ich die Schwellen entsprechend weiter darstellen kann. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil manche Sachen muss man kürzer abknipsen. Das ist vielleicht hier zu sehen. Warte mal, ich mache mal noch eine andere Beleuchtung an, und zwar meine Punktstrahler. Da werden wir es vielleicht noch ein bisschen besser optisch rausholen können. Na, wollt ihr jetzt mal jetzt halten oder nicht? Ach, die sind, ja, ist immer so eine Schraube, die ich ja nachziehen muss. So. Ja, jetzt denke ich mal, kommen wir der Sache ein bisschen näher. Da sieht man es vielleicht ein kleines bisschen besser. So, deswegen habe ich übrigens diese Punktstrahler. Hier sieht man es ganz gut, weil hier würde mir jetzt ein Millimeter fehlen. Aber jetzt will ich mal sagen, jetzt lasse ich mal die Kirche im Dorf. Wenn ich die Gleise später aufgebracht habe und wenn die im Schotter liegen, fällt mal so ein Millimeterchen ja überhaupt nicht auf. Da werde ich also definitiv nichts ankleben. Ja, ich werde das jetzt hier wegmachen, das können wir gleich mal tun. Das mache ich ganz einfach mit so einem kleinen Präzisionsschneider hier. So, komm mal hier. Herz zugedrückt, jawohl. Und das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Ich hoffe, man kriegt das auf der Kamera so ein bisschen rüber, dass man das ganz gut sehen kann. Und die Nebengeräusche, die tun mir auch leid. Ich versuche das ein bisschen hier hinzubekommen, dass man das, jetzt habe ich es doch so genau. Und das gleiche auf der anderen Seite nochmal, hier auch weggeknipst. Und jetzt haben wir, jetzt wisst ihr, was ich meine. Das ist jetzt hier ein Millimeterchen kürzer. Jetzt könnte ich natürlich von der alten Schwelle, nee, das dachte, das ist locker. Das sieht ein bisschen schief aus. Hat sich wahrscheinlich ein bisschen weggedrückt durchs. So, denke ich mal, kann man das lassen. Und das werde ich definitiv nicht ranmachen, weil, wie gesagt, wenn das nachher im Schotter liegt, fällt das sowieso nicht auf. Jetzt sieht man mal ganz gut mit den Antrieben, wie ich das mache, weil dieser kleine Steg hier ist ja der Weichenantrieb später dran, der Unterflurantrieb. Ich gehe also nicht hier in der Mitte durch das Loch durch, wie viele das machen, sondern ich habe es, wie auf vielen, vielen Videos von mir schon zu sehen, ich werde es trotzdem hier auch nochmal zeigen, der Antrieb erfolgt natürlich weiterhin hier drüber. Und man sieht das schön, das ist relativ beweglich, das Teil. Und wenn ich später mit meinem Stelldraht oder mit meinem Federdraht komme, der kommt ja ungefähr hier unten raus, geht dann hier rüber und kann dann das Teilchen hier bewegen. Und dadurch, dass das in sich bewegbar ist, kann ich natürlich auch arbeiten, indem der wirklich hier die Achse hat und sich dann so ein bisschen so im Viertel- oder Achtelkreis bewegen kann. Und da brauche halt die Bewegung auch ein bisschen davon. Also wenn das jetzt hier zu starr wäre, wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so lustig. Und so funktioniert es wunderbar. Ich knipse ja dann entsprechend hier oben auch die beiden Plastikstege weg, dann bohre ich da ein Loch rein.
Und dann auch, das werde ich euch alles noch zeigen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Wie gesagt, in älteren Videos ist das überall zu sehen und ist kein Problem, wenn man es mal gemacht hat. Man muss sich natürlich nur ein bisschen trauen, indem man jetzt hier ja doch Teile irgendwo rumschnitzt, die ja viel Geld gekostet haben. Ich arbeite hier ja nicht mit gebrauchten Gleisen, das sind ja alles neue oder auch Weichen. Ich hatte es früher mit gebrauchten gemacht bei meiner Spur Z und da muss ich aus heutiger Sicht sagen, das hat sich nicht wirklich gelohnt, denn die waren teilweise in einem Zustand, wo man die zwar wieder in Ordnung gekriegt hat, aber man ist ständig und permanent am Putzen der Gleise gewesen, da die Oberflächen von den Gleisen, das war zu doll angegriffen teilweise, das hat überhaupt keinen Sinn. Also da würde ich immer sagen, wer was vorhat mit einer Eisenbahn, kauft euch neue Sachen, habt doch mehr Spaß dran. Spart zwar Geld, wenn man gebraucht kauft, aber unterm Strich ärgert man sich auch bloß irgendwo rum. Ne? So, jetzt hier, da habe ich das ja auch weggemacht und auch hier ist der Millimeter, der irgendwo fehlt, überhaupt nicht weiter schlimm. Und das sind jetzt, wie gesagt, die Schrauben, die ich ursprünglich stehen lassen wollte und die machen wir jetzt beherzt auch ab. Da gehe ich immer ein kleines bisschen weiter nach außen. So. Und das von der anderen Seite müssen wir mal gucken, wie man das jetzt hier macht. Ohne Kamera hätte man ein leichteres Spiel. Ich gehe erstmal noch weiter nach außen. So, dass ich jetzt hier, seht ihr, jetzt habe ich natürlich dadurch ein bisschen mehr Footy hier dran und kann das schön so gerade abknipsen, dass das irgendwo wieder ein Bild ergibt. Viele machen sich die Arbeit überhaupt nicht. Aber ich finde es besser, wenn es ab ist. Und ich denke mal, wenn man das jetzt so auflegt und das hier noch ein bisschen abschleift und das im Schotter liegt, sieht das kein Mensch mehr, dass man das da dran gemacht hat. Hier oben muss ich ein kleines bisschen anders arbeiten. Ich gucke mal, wie wir es am besten jetzt hier hinkriegen. So. Auch wieder viel zu weit außen, aber das ist auch gut so. Denn auf dieser Seite werde ich das kleines bisschen anders machen. Ihr seht jetzt, warum ich das gemacht habe. Jetzt kann ich nämlich hier gerade abschneiden. So, jetzt hier rein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier ein bisschen so halbwegs hin. Jawohl. Und wenn ich jetzt hier in der Mitte noch rangehe, so, und auch auf der anderen Seite, dann habe ich jetzt einen Teil von dieser Lasche mit benutzt, um die Schwellen mit darzustellen. Ja, also ich habe jetzt hier mehr gemacht und wie gesagt, das ist alles so klein. Ihr seht das jetzt hier unter einer Makroaufnahme. Und ich denke, da lassen wir einfach mal die Kirche im Dorf, dass wir jetzt hier nicht sagen, ich müsste jetzt hier noch irgendwelche Experimente machen, dass ich da ein kleines bisschen was ran klebe oder sowas. Und wenn man das jetzt hier noch ein kleines bisschen verschleift, so, und auf eine Länge bringt, dann ist das alles im grünen Bereich. Und ihr dürft nicht vergessen, ich bemale das ja alles noch. Das heißt, diese gesamte Weiche wird gealtert und bemalt irgendwo. Und da ist das sowieso alles nachher optisch verschwunden. Aber ich denke mal, so können wir das gelten lassen. Und der nächste Schritt, den ich jetzt machen werde, ist im Grunde genommen, dass ich hier Strom anlege. Ich habe ja vorhin auf der Anlage gezeigt, ich werde das hier vorne abnehmen. Das heißt, ich werde jetzt hier an der Stelle, muss man überlegen, ich werde wahrscheinlich hier dran gehen. Nicht hier, das ist mir ein bisschen zu weit außen. Werde ich jetzt einen Teil rausnehmen, dann nehme ich mal das Bastelmesser, wenn ich es mal wiederfinden würde. Da ist es. Ja. Sorry, da bin ich wieder. Und jetzt nehmen wir das hier vorne, wir hatten ja gesagt, am geraden Stück, nehmen wir das jetzt raus. Nicht hier, sondern an dieser Stelle. Ne, beziehungsweise, sorry, hier haben wir gesagt. So, einfach mit dem Bastelmesser, bis es knack macht, dann ist man durch das Plastik durch. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. So, und jetzt haben wir hier schon ein Stückchen blankes Gleis liegen. Und dasselbe machen wir hier. Ich guck mal, wie ich jetzt mit dem Messerchen da runterkomme. Und ja, da muss man ein bisschen drücken und arbeitet sich da nach unten durch. Jawohl. Und auch noch auf dieser Seite. Hoppe, es ist halt wieder an die Kamera gekommen. Es wackelt ein bisschen, entschuldigt. So, ist halt doch sehr, sehr dicht drüber. Also ich arbeite hier mit circa 7 cm, wie ich auch immer sage, direkt drüber. Und das ist ein bisschen eng zum Arbeiten, aber wir kriegen das schon gebacken. So, gerade Seite, das heißt, das war hier. Versuchen wir das mal rauszukriegen. Ne, das macht sich noch nicht gut. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen weiter runter. Man sieht es halt schlecht und gleich daneben ist ja auch das andere Gleis. So. Da haben wir es. Und nochmal hier, ich will ja lediglich, jetzt haben wir es, ne? Jetzt sehen wir schön,
dass ich hier die beiden blanken Gleise habe. Und da gehe ich jetzt mit einer kleinen Nagelfeile, ran. Moment, ich habe hier ein bisschen Unordnung auf dem Tisch. Jetzt wollen wir gucken, dass wir auch die Raspelseite kriegen. Dann wird das hier ein kleines bisschen angeschliffen, dass wir da ein bisschen besser Haftung drauf haben. Ist ja schon fast ein Tutorial, wie man hier das ranmacht. Aber können wir hier ruhig als solches durchgehen lassen. So, und nun haben wir das hier ein bisschen angeschliffen. Jetzt kommt hier ein Tropfen Lötwasser drauf. Das heißt, einmal hier und einmal hier. Ich hoffe, dass da noch drauf ist. Machen wir lieber noch ein Tröpfchen. Ich müsste gerade mal ein bisschen nachbessern. Diese Beleuchtung, die ich hier habe mit den Punktstrahlern, die hauen mir den Weißabgleich aus der Kamera mal ein bisschen raus und dann wird das Bild gelber. Ich habe hier so einen Automatikmodus drin. Aber gut, ich denke mal, das kriegen wir trotzdem hin. Wenn es ein bisschen gelber ist, dann ist das halt so. So, Lötzinn. Ich nehme hier... Kann man das hier sehen? Verbleites Lötzinn. Ist ja nicht mehr unbedingt gewollt mit dem verbleiten Lötzinn, aber ich nehme es trotzdem, weil gerade für solche Sachen, wo ich nicht mit so einer hohen Temperatur arbeiten möchte, ist das für mich einfach die erste Wahl. Aber ich sauge ja meine Lötdämpfe immer ab. Ihr habt es ja vielleicht schon mal gesehen. So, jetzt geht man hier drauf, dann hat man da lediglich so einen kleinen Punkt da. Und auf der anderen Seite nochmal, ich hoffe, man sieht das vor den ganzen... hier so, wenn das so glänzt, kann man das lassen. Jetzt habe ich tatsächlich nur die beiden Schienen hier so angelötet. Dann das Kabel. Da muss man natürlich Obacht geben, dass man weiß, an welche Seite kommt rot, an welche Seite kommt schwarz, dass man sich keinen Kurzschluss reinbaut in die Anlage. Aber da könnte man notfalls ja auch noch na komm mal her, ja, macht er denn? Macht sich schlecht hier alles so mit dem engen Raum hier vor der Kamera. So, ein bisschen anbrutzeln. Und dann habe ich natürlich vorher geguckt, bei mir muss das die gerade Seite sein. Das heißt, die hintere Seite muss bei mir rot sein. Und dann kann ich das hier Herz dran. Ich mache das immer hier so ein bisschen in die Ecke biegen. Moment. Das heißt, ich gehe immer so ein... Ups, jetzt war ich ja komplett aus der Kamera raus hier. Wenn man nicht immer auf den Monitor guckt. Wie so einen kleinen Haken da unten dran biegen. Das heißt, dann brauche ich nachher nur noch ein Loch durchbohren. Das heißt, das Loch ist ja schon da. Und dann kann man das so ein bisschen mehr dadurch in die Mitte reinbringen. So. Ja, warum mache ich das? Die Weichen. Ich möchte einfach überall den perfekten Strom haben. Nicht den perfekten Strom, sondern die perfekten Möglichkeiten, dass mir der Strom am wenigsten ausfällt. Klingt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, ist aber so. Und wenn ich so viel wie möglich Versorgungsspannung reinbringe, dann läuft es am gleichmäßigsten und man hat den wenigsten Stress, wenn doch mal irgendwas ist. So, jetzt haben wir das hier dran und ihr seht schon, das hält. Es ist übrigens für die mehr geeignet, die sowas noch nicht gemacht haben, auch die das gerne wissen, wie das geht, richtig. Für alle die sowas selber machen, langweilen sich wahrscheinlich. Dafür möchte ich mich entschuldigen, aber ich kann es leider nicht immer allen recht machen. So, jetzt haben wir das hier dran. Hier oben sehen wir das. Ist alles gar nicht schlimm, wenn ich das sehe. Sondern es wird von mir sowieso, dadurch, dass die Gleise bemalt werden, wird sowieso alles noch mitbemalt hier unten drunter. Und wenn ich es dann verschottert habe, ist das sowieso weg. Und das kann ich hier noch ein kleines bisschen runterdrücken, so dass das unter dem Schotter liegt. Aber das sind meistens Sachen, die mache ich später nachher auf der Anlage selber drauf. Und jetzt kommen im Grunde genommen die Kupferlacklitzen drauf. Das heißt, ich gehe vom Strom her einmal von dieser Seite auf die Seite. Beziehungsweise auch noch mal hier hinten hin. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Und ich arbeite auch diese beiden Laschen hier mit ein, die und die, so dass der Strom komplett noch mal hier auf diesen Teilen drauf liegt, separat und nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen. Das sind ja da, wo man im Grunde genommen die das mit den Weichen regeln kann, dass das Herzstück umpolarisiert wird. Und das nehme ich halt komplett, um den Strom zu verteilen. Hier würde ich sagen, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen in der Makroaufnahme. Das werde ich entweder mit der normalen Aufnahme machen oder ich mache es einfach und zeige es euch dann, wenn es fertig ist. Wichtig ist bei einer Weiche vielleicht nochmal, weil ich hier gerade so gewackelt habe, dass die schön in diese
Beulen hier reinläuft. Das hatte ich auch schon gehabt, dass das nicht ist. Was ich diesmal auch wahrscheinlich gleich machen werde, ist, dass ich die hier verbinde. Das heißt, ich hatte ja schon mal ein Video gebracht, wo ich die weichen Zungen verbunden habe. Das mache ich jetzt immer gleich mit. Das heißt, hier nach dort und von hier nach dort kommt jeweils auch ein kleiner Kupferlackdraht. Der ist so klein und der ist so unsichtbar. Das mache ich also jetzt immer mit, sodass die Weichenzungen immer noch mal separat mit Strom versorgt sind. Das ist mir ein bisschen zu risikohaft hier unten, dass der sich das hier, wenn da irgendwas ist, wenn mir Farbe reinläuft, würde ich das bemalen. Das möchte ich einfach nicht riskieren. Deswegen kommen die auch gleich rein. Das werde ich vorher machen. Das heißt, ich werde alles verlöten und dann werde ich mich nochmal melden bei euch. Gut, jetzt habe ich das Ganze angelötet. Jetzt habe ich hier oben auf der Seite, ich hoffe, man sieht das jetzt halbwegs, habe ich jetzt einen Kupferlackdraht, der geht von der Stelle, wo das rote Kabel angelötet ist, die rote Litze hier, die geht ja nach oben. Ich versuche das mal ein bisschen aufzudröseln, wenn sich das so verdreht hat. Das geht jetzt hier auf diese Stelle. Schwarz geht hier rüber, so dass ich im Grunde genommen die Gleise, die gehen ja sowieso von hüben nach drüben durch, so dass ich im Grunde genommen von hier auf das gegangen bin und von dem auf das hier drüben gegangen. Und jetzt wäre ich, also habe ich das nicht so gemacht, dass ich das jetzt nicht mehr hier vorne verlöten werde, sondern ich werde es hinten verlöten. Das heißt, ich nehme den Strom, praktisch der von diesem Gleis kommt, das hier, auf die drauf, also auf die Weichenzunge drauf, und entsprechend andersrum den Strom, der praktisch hier ist, auf, oder der hier ist, auf das drauf. So dass ich halt, im Grunde genommen geht es ja immer nur, wenn das rüberschaltet, nimmt das hier den, meistens den Strom hier vorne weg, so dass ich das hier drüben mit Strom versorgt habe komplett. Denn wenn hier mal ein Kleckschen Farbe oder Dreck oder Öl dazwischen ist, sieht es halt richtig schlecht aus. Also wichtig ist wirklich, dass man eben sagt, die Weichenzunge mit dem verlöten und die Weichenzunge mit dem. Das muss man, wenn man rückwärtig guckt, natürlich beachten. Wie gesagt, die Weichenzunge mit dem Gleis. Das heißt, ich nehme jetzt hier diesen Draht, diese hier, und löte das hier drüben dran. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hier gelingt vor der Kamera. Wenn es jetzt zu qualvoll wird für mich, dann werde ich das ohne Kamera machen, weil ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier wirklich hinter der Kamera und versuche das übers Display hier drauf zu kriegen. Aber ich muss mal gucken, ob mir das in irgendeiner Form jetzt, ich glaube, das wird so nichts. Vielleicht die andere Seite, weil sonst seht ihr nichts. Und dann brauche ich mich nicht abquälen, wenn ich sowieso die Pinzette davor halte und man ja gar nichts sieht. So, hier vorne habe ich mir jetzt einen kleinen Haken dran gebogen. Das heißt, den, und man muss auch vielleicht nochmal dazu, hier, wenn ich das von hinten verlöte, das heißt, die Weichenzungen, die sich hier bewegen, das ist so eine kleine Bewegung, das ist vielleicht ein Millimeter, also nicht hier anlöten, wo es eine große Bewegung hat, sondern hier, wo es eine kleine hat, und das macht die Litze ewig mit. Ja, weil wenn man das hier so dran macht, ist überhaupt kein Problem. Man muss nachher nur Obacht geben, wo man sie langlegt, dass man sie nicht gerade hier irgendwo mit festklebt und dann das Spiel fehlt. Aber wie gesagt, es ist so gering, und dann legt man hier so eine kleine Schlaufe ran aus dieser Litze. Das werde ich aber, wie gesagt, das kriege ich so mit vor der Kamera nicht wirklich hin. Aber ich versuche es einfach mal beim Anlöten. So, jetzt nehmen wir das hier rüber. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt da besser komme ich da unten ran. Also, so rankommen, komme ich schon, aber ob ihr das seht. So, ganz wichtig ist, dass man nicht die Löte an die Kamera kommt, dass man sich nicht die Weiche halt verschmort hier unten. Das bringt nämlich auch keine Punkte. Jetzt gucke ich mal, ob das sogar schon dran ist. Ja, ihr seht, ich kann jetzt schon über diese Litze die Weiche bewegen. Das heißt, im Grunde genommen ist das schon dran. Ja, hier sieht man es schön. Und dann ist nachher lediglich meine Aufgabe, das so hier hinten unterzubringen, dass ich eben das Spiel, was ich jetzt hier habe, wenn wir jetzt mal sehen, wenn ich jetzt die Weiche hier vorne bewege, ihr seht schon, das macht sich hier auf der Litze hinten eigentlich überhaupt nicht bemerkbar. Das ist so ein geringes Spiel und das ist überhaupt kein Problem. Und dann sollte das funktionieren. Wie gesagt, ich ziehe mir das nachher noch ein kleines bisschen weiter vor. Ich ziehe mir das recht straff, was heißt recht straff, kann man nicht sagen. Jetzt kann man es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man, also ich sehe es nicht mehr wirklich hier auf dem Display, aber wenn ich daneben gucke, sieht man, dass ich, wenn ich das jetzt hier mir vorstelle, dass das fest wäre, reicht dieser kleine Bogen völlig aus, um das festzumachen. Und das da hier mache ich jetzt natürlich mit der anderen Seite.
Und dann ist das im Grunde genommen fertig. Und dann lediglich der Antrieb noch. Was heißt lediglich? Ist auch nochmal eine Aufgabe. Aber das war's dann hier. Diesen Verbinder muss ich natürlich noch abmachen. Da kommen wir aber so gesondert dazu. Gut, da würde ich sagen, mache ich mal die Kamera aus, mache das in Ruhe fertig und dann melde ich mich nochmal. So, jetzt habe ich es angelötet. Ich habe jetzt mal das Kameralicht hier oben mit angemacht. Deswegen kann es sein, dass man ab und zu so ein bisschen blendet. Ich versuche das mal, dass es nicht so ist. Ich bin jetzt weiter oben und ich halte euch das mal so ran. Und zwar sehen wir jetzt, dass das hier dran ist. Und ihr seht schon, wenn ich an diesen kleinen Kupferlack treten, das so hochschiebe, bewegt sich das schon. Und wenn ich jetzt hier die beiden, man sieht sie ja vielleicht hier, ich hoffe es, die beiden Drähtchen, der obere ist lila, der untere ist blau, und halte das so fest. Und jetzt bewege ich hier hinten die Weiche, obwohl ich habe den Finger hinten dran. Jetzt seht ihr schon, das ist immer noch so locker zu bewegen, dass das überhaupt nicht stört. Und ich halte, ihr seht es vielleicht an meinem Daumen, ich drücke da richtig drauf, dass die beiden Drähte hier wirklich fest liegen. Und wenn ich das jetzt bewege, ist es halt, und somit sind meine beiden Weichenzungen komplett mit dem Strom versorgt. Ich muss bloß Obacht geben, wenn ich die Weiche aufbreche, ich verklebe das ja meistens mit Sekundenkleber, dass ich jetzt nicht, hier sowieso nicht, also hier würde ich niemals Kleber auftragen, alleine schon aus Sorge, dass mir die beiden Gelenke hier verkleben und dann geht natürlich gar nichts mehr, ja, das bringt gar nichts. Also hier mache ich gar nichts, ich trage, wenn dann hier Kleber auf, hier auch nicht, ja, weil hier ist ja alles beweglich, hier hinten und dann natürlich hier vorne auf der Seite kann man sich dann ein bisschen mehr tummeln und hier sieht man jetzt ganz gut die Kupferlackdrähte. Natürlich sieht das abenteuerlich aus, aber das ist wirklich dem geschuldet, weil das so, so klein ist und von vorne siehst du davon nichts mehr. Das heißt, natürlich sehe ich das jetzt hier, wenn ich hier durchscheine, aber müsst ihr euch jetzt vorstellen, ich habe das Gleis nachher aufgebracht und das wird alles noch koloriert, das heißt gealtert und dann kommt noch Schotter drauf, das habe ich überall, das sieht man gar nichts mehr von. Ja, also das ist dann wirklich alles so, so klein, dass das alles unsichtbar ist und da kann man das ruhig bei solchen Gleisen machen. Hier unten sieht man das natürlich jetzt schön, dass hier der Draht lang geht, aber das ist völlig legitim. Das ist, wie gesagt, nachher alles komplett unsichtbar, wenn das irgendwo drauf liegt. Ich meine, wir reden ja von einem Abstand von hier nach da von 9 mm und das ist ja überhaupt kein Thema irgendwo. Gut, wie gesagt, das muss ich noch abmachen hier hinten. Das wird ja nur abgezogen. Und dann muss ich mich später, hier sehe ich noch, hier muss ich natürlich noch nachfeilen. Das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht, die genaue Bearbeitung. Dass ich jetzt hier diese Schwellen natürlich nicht so mit so einer Spitze da dran lasse, das ist verständlich. Aber das mache ich, da brauche ich keine Kamera an, da brauche ich auch keinem was erklären zu. Zum Beispiel, wenn ich mir das hier angucke, das bleibt nicht so, ja. Das wird schon angeglichen irgendwo. Hier hatte ich, war ja das, wo ich das weggeknipst habe. Und alles andere, was man hier so sieht, außer das natürlich, das war die etwas zu kurz ist, sieht man das, dass das irgendwo doch recht zueinander passt. Und wie gesagt, das passe ich hier noch an, das überhaupt kein Problem. Und dann ist halt die Weiche ein ganz tolles Bild. Und ja, man sieht gar nichts mehr davon. Hier die beiden Stege habe ich ja vorhin erwähnt. Ich hoffe, man kriegt sie jetzt hier ein bisschen auf. Die hier, die werde ich noch abknipsen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Da bin ich genauso beherzt wie vorhin. Da, zack, weg sind sie. Und dann werde ich dann lediglich mit so einem kleinen Bohrer hier, das habe ich jetzt hier, wird da ein Loch durchgebohrt. Das ist ein Bohrfutter, das nehme ich als Handbohrer. Ich habe zwar den Handbohrer da. Ich kann auch mal kurz holen. Nee, da komme ich jetzt. Nee, jetzt glaube ich, jetzt fällt mir das ganze Werkzeug weg hier. Ist egal, brauche ich nicht. Jedenfalls macht der sich besser als so ein kleiner Handbohrer, weil das Ding ist recht schwer und liegt natürlich sehr, sehr gut in der Hand. Und da kann ich dann, wenn ich das mir hier so hinlege, da kommt nachher noch ein Blech. Ich sehe schon, ich mache es wieder gleich, aber ist egal. Da kommt ein Blechlineal drunter. Jetzt sind wir allerdings aus dem Makro rausgerutscht. So, gehe ich mal wieder runter mit der Kamera. Blechlineal drunter. Und dann, aber jetzt komme ich nicht hin, jetzt ist wirklich die Kamera hier im Weg und dann wird hier da das Loch reingebohrt. Das ist eine relativ entspannte Geschichte und wie das angeschlossen wird, da kommen wir separat nochmal dazu. Habe ich zwar auch schon zig Videos gemacht, aber ich werde es wahrscheinlich in Folge der Reihe nochmal mitmachen, weil ja, damals ist schon eine ganze Weile her und hat sich vielleicht auch ein bisschen was getan und dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle und dann gucken wir mal, was heute noch alles kommt, ob ich noch ein bisschen mehr vom Zeitreim kriege, aber ich denke mal, ich schwatze hier ziemlich lange. Dann, ja, wir werden sehen. Ich mache erstmal Schluss hier.